Jörg, dir geht's nicht gut, ne? Ein bisschen erkältet bin ich, ne? Guck mal, da habe ich dir doch einen kleinen Tee gemacht. Oh. Nee, wir haben noch eine kleine Liste abzuarbeiten. Ja. Also das Wichtige, wir machen mal das Wichtige. Der Entlüftungsschlauch muss gemacht werden. Da habe ich schon mal so eine Leitung vorbereitet. Hast du noch gar nicht gesehen, Jörg? Diese schöne Ölleitung, die kommt jetzt hier ran. Und von da aus gehen wir mit dem Gummischlauch weiter und der geht dann oben in den Tank, in die Motor, in die... Und dann entlüftet das. Dann entlüftet sich das. Und dann haben wir noch den zweiten Schlauch hier gefunden. Der ist ja hier hinter. Ja. Was hier wichtig ist, sind die Splinte bei den Bremsteilen da müssen rein. Ja. Auch vorne und hinten habe ich extra geschrieben. Hinten kommt eine selbstsichernde Mutter noch hin. Umlenkungsgestänge, in Klammern die chronische Sicherungsbuchse einbauen. Tankfestschrauben, ja. Primärdeckel, ja. Kontrollschrauben festziehen. Ah, die müssen fest. Die beiden dicken. Die und die. Weil die rödeln sich echt los, ja, ne? Und dann sind wir wieder traurig, wenn die weg sind. Ja, da kommt noch Öl raus, ne? Mm, das auch noch. Also ich würde gerne anfangen mit den Bremsensachen. Ich versplinte das und hau hier die selbstsichernde Mutter hin. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Also, das geht. Ja, besser, das ne? Das wird besser, ja. Ja. Danke, Andi. Mm, bin gut zu dir, ne? So, dann lass uns anfangen. Hier brauche ich auch noch einen Splint, ne? Genau, da muss einer rein. Da muss ein Splint, hier und da eine Schraube. Unten machst du die selbstsichernde Mutter. Ja. Gut, was mache ich jetzt? Ich baue die Ölleitung. Ja, das wolltest du, glaube ich, ne? Ja. Oh, ich poliere die nochmal, die Leitung. So, das ist auch gut. Das sind ja nur die beiden hier, ne? Die anderen hier sind ja schon welche drauf. Da oben ist auch eine, da muss eine. Oh, nee, da sind einer drauf. Ja. Die sind wohl so genietet, wa? Oder so, ja, das kann auch sein, dass das fest ist, ne? Die Sicherungsteil von Herrn Krohn, ist das hier drin? Ja. Zeig das noch einmal, ne? Für die, die es noch nicht gesehen haben. Das hat Herr Krohn uns gedreht. Das kann man so schön auseinandernehmen. Die passen richtig schön so zusammen. Und nicht, dass ihr meint, dass er dann auseinander geht. Die drückt man so zusammen. Dann ist da eine Madenschraube. Und jetzt ziehen wir den auf der Welle fest und dann klemmt sich das praktisch ein und das hält in sich und kann gar nicht abfallen. Das ist auch sogar nicht gut erklärt. Das ist nämlich nicht gedreht, sondern es ist mit einer Drahterodiermaschine ausgeschnitten. Hab ich gedreht gesagt? Ja. Das wollte ich nicht. Mach ja auch nichts. Nee. Aber das ist ja irre, was eine Drahterodiermaschine kann. Die kann exakt so genau schneiden und schneidet ja nur, ich weiß nicht, wie dünn dieser Draht ist. Ich finde das total gewaltig, wie dieses Teil. Ein Passstück. Ja. Kannst du, Jörg, den Schlauch mal durchziehen? Ach, den hier? Ja, genau. Jetzt nicht so, du halt, stopp, Stück zurück. Ja, so ist das gut. So ist gut? Mhm. Guck mal, wie schön das aussieht. Wo denn? Die Ölleitung, guck mal. Du. Geil. Ja. Wie aus dem Laden, wa? Das ist ja eine Emeto-Verschraubung mit Schneidring hier. 1/4 Zoll, klasse. Wa? Richtig schön, ne? Ja, schön poliert. Klasse. Ne? Der hebt wie fein Mob. So, was hab ich denn noch für eine Aufgabe? Hast du die Splinte durch alles? Ja. 5 Liter mit Mutter gesetzt? Ja. Ja. Ich suche mir noch mal was aus. So, das Teil habe ich jetzt hier drauf. Guck mal hier. Oh ja, das ist interessant. So, der sitzt jetzt schön drauf und dann ziehen wir den einfach nur hier ran und sichern den jetzt mit dieser Madenschraube. Da sollten wir so ein bisschen Schraubensicherungsmittel draufsetzen, ne? Ja. Guck mal, und das Spiel ist denn ja weg. Ne? Das ist denn weg. Aber für heute lassen wir es erstmal so, ne? Ja, für Endmontage machen wir Schraubensicherungsmittel hin. Das war wohl geil, oder? Das hat er richtig gut gemacht. Ja, das will ich weghaben hier. Das nervt. Der darf eigentlich nicht so wackeln, da muss ein Gummi hin.
Da hätte man natürlich jetzt gleich, wie der Deckel ab war, eine Buchse hinmachen können, dass er sich nicht so bewegt. Aber man kann es ja von außen auch machen. Wie viel Millimeter ist das? Ist das 10? Würden wir mit dem 10? Nee, dicker, 12. Der hier. Davon schön hart. Soll ich mal was abschneiden? Jo. So? Nee, dünner, weniger. Weniger. Ah, dann müssen wir ihn doch rausziehen. Das kann ich so nicht schneiden. Sonst. Kriegst du ihn geschnitten? Ist hart wie Sau, du. So. So, dann haben wir eine Gummibuchse angefertigt. Die kommt jetzt darüber. Oh, schön, guck mal. Oh, passt ja richtig geil. Ja, und dann kommt der. Mal sehen, das, sonst müssen wir den noch ein bisschen dünner schleifen. Nee, der muss ein bisschen weniger. Du kriegst das noch hin? Ja, darf ich mal gucken. Ja. Oha. Das ist für mich ein. Ich könnte ihn auch gerade machen. Nee, jetzt mal sehen. So muss er. Ja, so ist doch gut. Er ist aber reingerutscht, das Teil wieder. Ne? Ah, ja. Ich hätte ihn ja geschliffen. Ja, dann schleife ich ihn nochmal runter. Und möglichst gerade. Ja. Na, hast du ihn hingekriegt? Ja. Da kann man sich aber auch schnell mal die Fingernägel mit kürzen, ne? Brauchst nicht schneiden mehr. Nee. Ja, jetzt sieht das gut aus, Jörg. So. Ah, Tank festschrauben. Wollte ich gerade erwähnen, Tank muss noch festgeschraubt werden. Ach, der Modern suchst du, ne? Ja, ach, der Modern unten ein bisschen. Ich glaube, da sind keine mehr drin. Die. Nee, wir nehmen immer nur raus, ne? Ja. Und irgendwann ist ja auch mal vorbei. Oh nein. Drüben auf der anderen Seite, oder? Oh nein. Willst du noch ein Reservestück haben? Ja. Dahinter legen. Ausgleichsscheibe. Eine, ne? Ausgleichsscheibe, ja. Hast du angefertigt, ne? Ja. Du. So. So. Ja, das Blöde ist, wenn ich ihn jetzt rauf mache, ne? Ja. Dann rutscht er mir wieder rein. Das geht nur mit, eigentlich nur mit einer Feder. Dann nehmen wir eine Feder, ne? Ja. Hast drüben was so modern, ne? Und Scheiben. Ja, weißt du wo? Ja. Hast gefunden? Ja, hab ich. Die sieht ganz gut aus hier. Oh ja. Die müssen wir bloß auf Maß abschneiden. Ich schätze mal so. Nee, sogar noch länger. Ja, da musst du mir mal helfen mit der Feder. Ja, ich habe noch mal was vorbereitet. Hier ist eine Feder. Die passt ja ganz gut darauf. Und man, die muss ja aber jetzt so rangedrückt werden. Ja. Nimm ich mal einen Schraubendreher. Ich kann die ruhig noch ein bisschen kürzer machen, einen kleinen Tick. So. Die muss ja nur so eine ganz leichte Spannung haben, ne? Das ist jetzt so. So. Ach so, so darf ich nicht. So. Muss da mich dann. So muss er rauf, jetzt muss er rauf. So. Ja. Geil! Schraube rein. Drück noch mal ein bisschen gegen. Wo ging den Schall hin? Ja, noch da weiter rankommt.
Habe ich. Gut. Gut. Der federt. Fein. So, wenn wir das haben, müssen wir eigentlich nur noch wegräumen. Und raus. Ja, die Sitzbank noch auf. Ah, die wird gut, ne? Mhm. Aber wir müssen das Kabel hier doch mal einmal festmachen. Das ist die Rücklichtkabel, die flattern da so rum. So, jetzt kann da glaube ich nichts passieren. Muss die noch weiter rein hier nach hinten? Du? Nee, eigentlich ist die jetzt sehr gut. Denn so. So, jetzt passt sie. Ja, hier sitzt sie auch. Lass uns mal erstmal warm anziehen. Ja, und dann schieben wir die raus, ne? Ja, bis gleich. Boah, wir sind fast die Norden auf die Seite geflogen. Oh, die läuft ganz leicht. Oh, ist das ein schönes Teil. Herrlich. Die sieht so gewaltig aus. Gerade stehen, ne? Stell die mal gerade hin. Ich bin gespannt, ob es trennt alles. Der versteckt alles. Boah, die hört sich so geil an. Boah. Das macht Laune, wa? Funktioniert alles. Ja? Ja. Echt geil. Die Bremse muss ein bisschen strammen. Bremse, ne? Ja. Boah, was zieht die ab, du? Hab ich hier schon gesehen. Mann, ey. Ziehst du einmal? Geil, ja.
Aber ich glaube, die läuft auch noch schöner, wenn sie richtig warm ist nachher, ne? Ja, die hat auch noch ein kleines Gasloch. Ja. Aber ich fahre noch mal. Ja. Das war eine schöne Ausfahrt. Ich sage, es war eine schöne Ausfahrt. Jetzt haben wir gemerkt, am Anfang schon, wie ich gefahren bin, dann ließ sie sich schon schwer schalten. Ja. Dann standen wir hier kurz. Ich hatte einen Leerlauf drin und dann hat der Leerlauf sich von alleine irgendwie verabschiedet. Ja. Und er ist in Gang reingegangen und hat das eigentlich kurz knack gemacht im Getriebe. Ja, jetzt merken wir, wo jetzt ein Leerlauf drin ist, wie sich das hier anhört. Es fühlt sich an, als wenn da zwei Zahnräder gleichzeitig greifen, so ein bisschen. Ja, kein Leerlauf richtig, das nee. Ist, das läuft ja nicht frei. Und wir können den zweiten Gang nicht reinschalten, nur den ersten. Wir müssen das mal aufmachen. So traurig, wie das ist. Geh da raus. Ich mach das einfach nicht. Kommst du da hin? Ja. Aber ich dachte, ich konnte die ein bisschen mit der Hand drehen, aber. Oh, die kriegen wir nie wieder rein. Das wird dein Problem. Ich nehme sie raus. Ah, doch, dann nimm den Auspuff ab. Oh, die geht nicht mal raus, die Mutter, die Schraube. Da kommt aber Öl. Ja. Oh, da müssen wir den ganzen Primärantrieb auseinander haben. Die Kupplung muss runter. Bevor man ans Getriebe rankommt. So, Konterung ist raus. So, ist denn jetzt hier hin? Warte mal, du kommst du dann so den. Ständer muss raus. So, und jetzt? Ich glaube, das langt fast nur mit der Nuss drauf, oder? Ja. Jawohl. So. Ach, die muss ganz raus, ne? Ja. So. Aber Power hat die, ne? Oh, und wie du. Das habe ich gesehen. Boah, die geht wie Sau, echt. Und ich habe ja gar nicht voll aufgedreht. Nee, da hat man Respekt erst, ne? Ja, aber du hast ja hier sofort gleich Stulle gezogen. Nee, wollte ich gar nicht. Nee, habe ich aber. Nee, ging aber. Der Reifen war ja auch kalt. Wenn er warm ist, dann greift er ja auch ordentlich. Ja. So, das ist unsere Kettenspanne. Gut. Und jetzt müsste der eigentlich abgehen, der Deckel. So. Können wir das hier so hin? Ich mach dir mal ein bisschen Platz, ne? Die lassen hier so liegen, wa? Jo. So. Oh, das müssen wir alles abhaben. Ja, jetzt können wir hier alles auseinanderbauen. Die will ja nicht raus. So. Das ist aber auch mal eine Feder, wa? Boah, alter Schwede. Die muss auch los hier. Wie hast du das denn gemacht? Wie geht das denn überhaupt zusammen wieder? Nachher so darauf. Und dann müssen wir den da so. Mit der Schraubzwinge. Da. Ein bisschen drücken und dann muss er da. Ist ja. Aber auch Spannung drauf, du. Hammer, ne? Ob das links oder rechts gewinnt ist? Das ist normales Gewinnen, glaube ich. Da ist ich schon. So, soll ich? Ja. Da ist sie. Guck mal, die ist auf. Das ist nicht egal wie rum, ne? Die ist auf der einen Seite ist sie rund und auf der anderen Seite ist sie. Nee, die, ja, das ist tatsächlich. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten rund, das hätte ich ja noch nicht gedacht. Ich habe hier ein paar Erdnussflocken für dich hingelegt. Oh, das ist ja aber toll. Vitamine gegen den Schnupfen. Ja. Ja, ich zieh mit. Mmh. Kugel. Ja.
Der kommt. Oder kann die Kupplung nicht zusammenbleiben? Ja, jetzt haben wir den Scheiß. Jetzt haben wir den Salat. So. So, und da ist jetzt hier die Schrauben lösen. Das ist für einen Anlasser. Mann, guck mal, was für eine Welle da. Das ist der Spanner. Also, das muss ich ganz ehrlich mal sagen, ich ziehe jetzt erstmal meine Juppe wieder aus. Bin dir warm? Ihr hört mich nämlich gar nicht, jetzt hört ihr mich wieder. Und das Ding kommt da heute noch raus. Das will ich sehen. Da muss ich noch ran an den Spanner. Ja, ich dachte, den kriegen wir raus, aber. Nee, lass ihn noch drin, mach ihn nur hoch. Komm ich da nicht hin? Nee, du. Das ist ja blöd. Doch, ich komm ran. Oder nicht unnötig noch mehr ausbauen. Ja, aber ich glaube, dass sonst der Spanner sowieso im Weg ist. Stimmt, weil wir sonst kriegen wir die Platte nicht raus. Nee. Kriegen wir den hier rausgezogen oder wie geht das? Ja, so genau weiß ich das noch gar nicht. Ich hätte gedacht, dass man den rauskriegt, aber. Ja. Aber das ist ja. Nee, den musst du, wenn im Konter rausdrehen. Halt, warte mal. Doch, das, den kriegst du, glaube ich, so rausgezogen. Oh, der will aber nicht. Der muss da. Nur die. Der muss auch nachher wieder gespannt werden. Den musst du hier so entspannen und dann raus, wa? Ja, so. Aber du, das ist ja. Warte mal, ich mach mal mit. So, vielleicht reicht das ja schon so, dass wir den so rauskriegen. Denn. Aber das ist ja im Leerlauf passiert, ne, im Stand. Du. Ja. Da ging mit einmal der Gang von alleine rein. So, jetzt habe ich alles los, ne? Die musst du auch raus. Ich habe schon mal rausgewackelt. Habe ich. Gut. So, und jetzt? Gehe ich auf die andere Seite, so dass du, wenn du ihn rausziehst, das. Tja, diese Schrauben werden es ja nicht sein. Da wird das Getriebe dran hängen. Und die wahrscheinlich auch nicht. Das ist eine, da ist das Getriebe praktisch drin aufgehängt. So, das muss ja hier eigentlich nur noch das Zahnrad runter, ne? Ich kann ja hier auf die Welle hauen, ne? Ja. So ein bisschen. Ich muss mal gucken, dass ich hier. Hier ist ein Hammer. Ja, so ein Stückchen Holz oder sowas. Finde. Ich gebe dir mal ein Stück Holz. Ja, ich könnte das jetzt rausnehmen. Ja, warte mal, ich will dabei sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Kriegst du das Zahnrad ab? Ja. Jetzt ist es ab. Ja. So, jetzt kann ich die Welle. Du meinst, du kriegst das jetzt raus? Ja. Oh. Halt. Ja, das Problem ist, wir kriegen es nicht raus. Wir müssen noch mit zwei Mann dieses Teil wieder abnehmen. Die Spanne abhauen. Ja. So ein Mist aber auch. Die kriegen wir hoffentlich wieder eingehakt. Das nützt ja nichts. Da. Oh, warte mal. Lass. So. Das ist gar nicht so schlimm. Nee. Da hast du aber mehr Stachheu von gemacht, als wieder sein ist. Ja, ich habe immer Angst davor, so ein Federnkram. Ja, ist auch nicht schön. Oh, ich will das. Guckt euch das genau an. Oh, da hört. Hast du es gehört? Fiel da was raus? Nee, irgendwas ist da drin und macht immer kritsch. Das sieht aus wie ein Zahnrad, was da liegt. Da ist eins kaputt, genau wie ich gesagt habe. Hier ist es, du. Alter, sind da viele Sachen. Oh, die ganzen Rohre. Guck mal hier rein. Da, alles voll. Im Prinzip. Da ist das, die ja noch weitergelaufen und haben wir ja noch Glück gehabt. Was meinst du, das legt sich hier alles rein? Mhm. Denn dieser gehört ja jetzt, ich glaube, hier irgendwo rauf, ne? Ja. So, das heißt, das letzte Zahnrad ist kaputt. Aber wo kommt das Lager denn hin? Da muss ja ein Lager kaputt gegangen sein. Hier oben, da. Hauptwelle. Ja. Du. Zu viel Gas gegeben. Da, also die ganzen Scheiben und alles.
Getriebehauptlager müssen wir neu haben und ein neues Getrieberad. Müssen wir wohl zum Harley-Händler unseres Vertrauens. Müssen wir wohl. Und weißt du, was auch ist? Ich glaube, wir können die Sendung hier beenden. Weiter kommen wir heute nicht. Nee. Oder willst du das löten? Ich könnte dir das löten. So. Aber das machen wir nicht. Das hält ja nur für 12 Uhr Mittag. Oh, hoffentlich kriege ich mal so eine Teile noch. Soll ich das mal so hochnehmen, das Getriebe? Ja. So ein robustes Ding. Ne? Aber ich, das, oh, guck mal da. Da, der gehört da rein. So, und dann muss, läuft der ja wieder dahin. Ja, der kommt unten rein. Ja, Frage. Und das ist ja auch komplett. Und hier kommt jetzt noch ein. Aber hier, das ist kaputt. Das Zahnrad ist, das, ja. Und das Gegenüberliegende ist ja heil geblieben. Ne? Ja, aber guck mal hier, da, das müssen wir ja noch irgendwie mal gucken, wie wir das da raufkriegen, ne? Ja, die gleiten da ja so drauf, du. Ja, aber hier ist dicker. Ach so. Ja, so ein, das muss ja irgendwie auch darauf gekommen sein. Ja, irgendwie. Müssen wir die Hauptwelle hier rausbauen, diese hier raus. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann, wenn wir alles da haben, oder? Genau. Das war, weil der Leerlauf nicht richtig drin war und dann rückte der... Der zweite ist das ja dann wahrscheinlich. Das ist der zweite Gang, ja. Naja, das kriegen wir wohl wieder hin. So, das ja, kriegt. Aber ärgerlich, ne? Das muss ich auch sagen. Aber toll, wie man das auseinandernehmen kann. Hoffentlich das kriegen wir es genauso toll wieder zusammen. Mit diesem Schaltömmes. Ja, ich sag mal so. Ja, wie kommt jetzt von da? Hier unten ist ein Loch. Da ist, da, ja. Da läuft das durch. Da habe ich schon hingeguckt. Also da läuft das durch. Da läuft das Öl rein, ja. Und das ist die Ablassschraube, ja. Das ist die Ablassschraube. Mhm. Denn hier, da ist ja nun überall Öl gewesen, ne? Das sieht man ja. Ja. Zweite Gang, wie nennt sich das jetzt? Ist das primär oder sekundär? Das gibt ja einmal die Antriebsgeschichte. Nee, das ist doch Primärseite ist das hier, die Kraftseite. Ja. Aber eigentlich müsstest du den mithaben, ne? Auch noch neu. Ja, guck mal, du sagst ja, der ist beschädigt. Guck mal, die sind ja da auch tatsächlich beschädigt, ne? Ja. Hm, der hat einen mitgekriegt. Aber ja, da mehr sogar. Da weniger. Das sind die Momente, wo er reingerackt ist. Ja. Guck mal, da fängt er nachher an. Ja. Wenn wir den abkriegen, guck mal, den kriegst du so ab. Ja, den kriegst du runter. Ja, dann könnte man den auch gleich mitnehmen, auf Nummer sicher. Also brauche ich zweimal den zweiten Gang. Ja. Zwei. Oder wir machen den zweiten Gang ganz raus und überspringen den. Ohne Dreigang. Ja. Das wäre aber langweilig. Das beim Schalten. Du hast Ideen immer, du. Oh, nee. Einfälle wie die Kuh Ausfälle, ne? Ja. Das war doch jetzt auch nicht ernst gemeint. Nein, auf keinen Fall. Mhm. Hast du es geglaubt? Ja, ich denke, was quatscht der da jetzt wieder, du? Dritte Gang, du? Was? Nee, zweiter Gang. Hol mal lieber Bier oder Zing Zang Zong oder so. Ich vergehe das jetzt hier. Nee, dann gehen wir wieder beide, nee. Ne? Hm? Hab ich das schon geholt? Die waren doch eben noch leer. Ja, aber die habe ich doch geholt, wie du da am Schrauben warst. Da habe ich doch gesagt, ich kann mich doch beschäftigen. Sehr gut. Na, das war jetzt aber kein Quatsch. Nee. Auf der einen Seite Erleichterung, würde ich sagen. Ja, ärgerlich. Ich finde das Ganze insgesamt ärgerlich, muss ich ja mal sagen. So, dann ärgere ich mich jetzt wieder. Sonst Ärger. Ja, so. Das ist aber jetzt nicht ganz so. Oh. Du meinst, dass es nicht ganz so viel kaputt gegangen ist, nee. Jetzt? Nur ein Zahnrad. Nee, und es ist ja. Kriegt man ja wieder hin. Wenn wir das jetzt hätten, dann könnten wir ja noch dann die Nachtschicht weitermachen. Ja, dann würden wir nachher noch mal im Dunkeln eine Probefahrt machen können. Mhm. Auf jeden Fall schön, dass ihr mal wieder reingeguckt habt. Wir freuen uns für schöne Kommentare. Bitte nicht so viel Mitleid. Das können wir gar nicht ab. Nicht so, oh, tut mir leid und so, bloß nicht. Nee, und lieber hier weitermachen oder so. Und auch nicht die Kommentare, das habe ich ja gleich gesagt, dass das Getriebe kaputt geht. Ja, wenn du das jetzt sagst, dann schreiben die das rein. Nee, das machen die nicht. Das so, könnt ihr lassen. Wirst du sehen. Habe ich auch gleich gesagt. So, wir sagen tschüss. Tschüss. Eins, zwei, drei. Oh, meiner ging auch gut, was?